In diesem Video wollen wir nochmal in Kurzform wiederholen, wie man die Extrempunkte oder die Extremstellen von Funktionen berechnet, und zwar mit Hilfe der ersten und der zweiten Ableitung. Nochmal zur Erinnerung, die Extrempunkte einer Funktion sind die Hoch- und Tiefpunkte einer Funktion. Der Sattelpunkt ist kein Extrempunkt. Um die Extrempunkte mit Hilfe der zweiten Ableitung berechnen zu können, brauchen wir die erste und die zweite Ableitung. Wenn wir die erste und die zweite Ableitung gebildet haben, müssen wir jetzt überprüfen, ob wir überhaupt Kandidaten haben, die als Extrempunkte in Frage kommen. Das heißt, wir müssen als erstes die notwendige Bedingung überprüfen. Das ist also die erste Überprüfung, und diese notwendige Bedingung ist, dass die erste Ableitung 0 Stellen haben muss. Ich setze also die erste Ableitung gleich 0. Und da wir jetzt hier in diesem Falle eine quadratische Gleichung haben, kann man die PQ-Formel anwenden. Um aber die PQ-Formel anwenden zu können, darf ja vor dem x² nicht stehen. Also teile ich erstmal die gesamte Zeile durch 3. So, jetzt habe ich die Funktion so weit vereinfacht, dass ich damit die PQ-Formel anwenden kann. Auf die PQ-Formel gehe ich jetzt nicht näher ein, die sollte in der Oberstufe inzwischen geläufig sein. Diese Überprüfung auf Hoch- und Tiefpunkte macht man mit der zweiten Ableitung. Diese Überprüfung heißt dann zudem auch die hinreichende Bedingung. Wir setzen also in die zweite Ableitung die beiden Kandidaten ein, die wir eben herausgefunden haben. Setzt man jetzt die 1 in die zweite Ableitung ein, erhalten wir einen Wert von minus 6. Ein negativer Wert, den wir erhalten, bedeutet ein Hochpunkt. Dieser Hochpunkt hat die Koordinaten 1, x gleich 1. Das ist also hier dieser Wert, den wir mit Hilfe der ersten Ableitung herausgefunden haben, indem wir die erste Ableitung also 0 gesetzt hatten. Und um den y-Wert zu bekommen, setzt man diese 1 in die ursprüngliche Funktionsgleichung ein und erhält den y-Wert. Genau dasselbe macht man jetzt auch mit der 3, also dem zweiten Kandidaten. Wir setzen das in die zweite Ableitung ein und erhalten einen positiven Wert. Wenn das Ergebnis der zweiten Ableitung also an dieser Stelle positiv ist, ist das ein Tiefpunkt. Der x-Wert des Tiefpunktes ist also hier nochmal der Punkt, den wir eben berechnet haben. Und um den y-Wert zu bekommen, setzen wir die 3 nochmal hier in die ursprüngliche Funktionsgleichung ein. Damit haben wir die Extrempunkte dieser Funktion berechnet mit Hilfe der zweiten Ableitung. Und hier nochmal der Beweis, dass wir alles auch richtig gerechnet haben. Hier also der Graph, der zu dieser Funktion gehört. Das habe ich jetzt mit GeoGebra hier zeichnen lassen. Und wir sehen hier, dass wir den Hochpunkt hier haben mit den Koordinaten 1 für x und 2 für y, so wie wir das hier berechnet haben. Der Tiefpunkt sollte die Koordinaten 3 für x und minus 2 für y haben, und auch das ist hier der Fall.